Ja, hallo, herzlich willkommen, dass ihr zuschaut. Freut mich. Heute mal ungewohnt mit Ton. Wir werden umstrukturieren, dass die Videos jetzt immer mit Ton kommen, anstatt mit irgendwelcher Country-Musik oder vielleicht irgendwelche Hipster-Musik. Kommt bei den Leuten, glaube ich, besser an und das wollen wir mal probieren und schauen mal, wie das dann auf euch wirkt. Heute haben wir vorbereitet ein Sous-Vide gegartes, ja, ein Sous-Vide gegarten Hals mit Knochen. Den haben wir 24 Stunden lang Sous-Vide gegart und mit einer Kräutermarinade versehen. Und den werden wir jetzt noch schön grillen, dass er ein bisschen groß wird und Farbe kriegt. Und den, ja, richten wir einfach ganz normal mit Kräuterbutter, Baguette, Kräuterbutter und ein bisschen Eiweiß an. Ein bisschen scharf. Also nicht das Müde, sondern ein bisschen Schärfe reinkriegen. Ja, den Grill habe ich schon vorbereitet. Das Fleisch ist vorbereitet. Müssen wir eigentlich nur noch zum Grill hingehen und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald er Temperatur erreicht hat. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Grill hinter mir, der Gasi. Der hat seine Temperatur erreicht. Wir sind ungefähr 220 Grad. Und da werfen wir das gute Stück Fleisch jetzt. Für ca. 10-12 Minuten werfen wir das drauf. Davon machen wir das jeweils 4 beidseitig und schauen wir mal 4 oben und unten, je nachdem, 2 sogar, wie es uns von der Farbe her wird. Noch dazu, das Fleisch ist eigentlich durchgegart, es geht eigentlich nur noch um Kruste und Farbe. Mehr geht es da nicht mehr. Wir haben 2 Stücke Fleisch, wir machen heute aber nur 1. Das andere wird für morgen Mittag aufgehoben und ja, schaut zu und lasst euch überraschen. Also, da haben wir jetzt die 2 schönen Stücke und wir geben jetzt das kleinere davon, geben wir jetzt mal drauf und ja, schauen wir einfach, wie uns die Hitze mit dem Fleisch zusammenbringt. Ja, währenddessen, dass das Fleisch am Grill ist, kurz was zu mir. Also ich bin der André, alias Hunter. Ja, Hunter, keine Ahnung, den Spitznamen habe ich mal von ein paar Freunden gekriegt. Und das hat sich halt so, ja, ist so geblieben. Und deswegen ist der Name dann auch Hunters Barbecue entsprungen. Regional genial, weil wir aus einer Region kommen, beziehungsweise ich aus einer Region komme, da wo es immer genial ist. Also ich komme aus einem schönen Mühltach im Bayerischen Wald in der Oberpfalz und ja, wenn ich jetzt da so hinterschaue, habe ich eigentlich immer ein bisschen Wald, immer ein bisschen Wasser, wo ich blicken kann und ja, einfach daheim sein, wie man in Bayern so schön sagt. Ja, meine Leidenschaft zum Kochen, Grillen, das kommt, weil ich in der Gastronomie eigentlich groß geworden bin. Von meinen Eltern und ja, Kochen ist einfach was Geniales. Wer sich damit intensiv befasst und ja, das intensiv auch betreibt, der wird immer mehr den Geschmack sonstiger Sachen, also sei es Gewürze, sei es Kräuter, Soßen, es gibt so viele verschiedene Geschmäcker und ja, mir hat das einfach fasziniert. Deswegen habe ich auch ab und zu schon in verschiedenen bei verschiedenen Großgastronomen mitgekocht, unter anderem Christian Jürgens im Schloss Wernberg und ich war auch schon auf der Kristallhütte im Zillertal. Ja, hat eigentlich alles Spaß gemacht, man hat einiges gelernt und es lässt halt nie aus, der Beruf Koch, also ich bin kein gelernter Koch, nur mal so vorneweg, aber der Beruf Koch ist einfach, ist was Schönes, für den, der was mag, der was es macht und was es liebt und mit Herzen macht, ist es was Schönes. Und an alle Hobbyköche oder Hobbygriller, also ihr wisst es selber, jedes Stück Fleisch ist einfach ein Traum. Ja, und
deswegen mache ich das Ganze eigentlich hier. Nur mal so vorneweg, dass ihr ein bisschen was über mich wisst. Und habt ihr ja noch nicht viel gehört von mir, außer viel Musik. Keine Geschichte dazu, jetzt kennt ihr es. Bei Fragen könnt ihr einfach dann unten in die Kommentare ein bisschen was reinschreiben, könnt ihr mich was fragen, beantworte ich gerne natürlich. Aber jetzt schauen wir mal weiter zum Fleisch, was das gerade macht. Ja, hat schon ein Stück Farbe gekriegt auf der einen Seite. Ja, jetzt kommt die Sonne ziemlich raus. Jetzt warten wir einfach mal die andere Seite und ich melde mich dann wieder zurück, sobald das Fleisch essbar ist. Bis gleich. Ja, so, jetzt sind wir wieder da. Schauen wir mal nach, was Fleisch gerade macht. Wir machen jetzt eine kleine Kerntemperaturfühlung. Schauen wir mal, wie der Kern drinnen ist. Auf den müssen wir zwar nicht mehr gehen, weil es eben schon durch ist. Aber wir schauen trotzdem mal, weil wenn es innen noch kalt ist, will es ja keiner essen. Und das machen wir jetzt. Da habe ich da so einen kleinen Freund und Helfer. Der ist batteriebetrieben, also kann man super hernehmen für jedes Stück Fleisch, Burger. Wenn man jetzt kein direktes Gerät hat, kann man immer so einen kleinen Temperaturmesser hernehmen. Ja, da haben wir jetzt aktuell 42 Grad, noch nicht genug, ich möchte es auf 52 hochkriegen ungefähr. Ja, würde ich sagen, warten wir noch 5 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, servus, jetzt sind wir wieder da, unser Stück Fleisch ist fertig. Das holen wir jetzt aus dem Grill raus, schneiden wir so und dann probieren wir es einfach. Kurz Bier dazu. Gibt nichts Besseres. So, ja, recht schön geworden. Also schaut wirklich super aus. Handschuhe nicht vergessen. Mein selbst gegessenes, also ich wasche meine Hände, aber es gibt halt auch viele Kritiker wegen Hygiene. Ich weiß nicht, was ihr das seht. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare nach unten schreiben. Hygiene, das Thema. Klar, Hände waschen beim Essen und alles ganz wichtig, aber naja. Da gehen natürlich jetzt die Knochen da oben. Wenn wir jetzt schauen, ob wir das da ein bisschen runterkriegen. Und zack, schon haben wir das hier unten. Ein wahnsinnig schönes Stück Fleisch. Saftig, also wirklich mega und heiß. Deswegen lege ich es jetzt wieder hin. Könnt ihr es auch da mal schauen. Also wirklich ein super schönes Stück Fleisch. Perfekt. Ja, dann schneiden wir mal ein paar so Tranchen runter, so dicker mehr. Und ja. Also wirklich, durch das Sous-Vide gehen. Die Kräuter, was ihr mit einlegt, die Gewürze, der Geschmack, der setzt sich im Fleisch fest. Das ist nicht einfach so außen gewürzt und innen nichts. Das ist wirklich jedes einzelne Gewürz, jedes Kräuter erkennt man in dem Fleisch wieder. Also ich bräuchte jetzt gar keine Kräuterbutter nicht dazu. Wir probieren es aber jetzt mal. Also mehr kann man nicht sagen, mehr geht auch nicht. Fleisch so wie gegangen, 24 Stunden,
danach einfach nur für eine schöne Farbe und eine längere Kruste am Grill. Und ihr habt ein super Ergebnis. Dazu natürlich noch ein gutes Bier. Name verrate jetzt nicht, aber Kenner werden es an der Flasche erkennen, welches das ist. Prost nachher. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, liken, abonnieren und die Glocke nicht vergessen, dann kriegt ihr jede Woche sowas Feins von mir. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, macht es gut und immer schön regional genial bleiben. Pfiat euch, ciao.